Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit The Witcher. Ich habe ja beim letzten Mal hier gespeichert und hier ausgeloggt, weil ich ja noch zum... Na, wie heißt er? Zum Geistlichen soll. Der ist aber nicht in der Kapelle, der wird dann wahrscheinlich in seinem Haus sein. Nur weiß ich nicht, welches sein Haus ist. Ich hoffe mal, das da vorne. Seht doch, hier stehen überall natürlich noch unbekannte Kräuter rum und Fässer. Ach, hier, Tür zum Haus des Geistes. Fässer werde ich natürlich überall mal mitnehmen, weil davon stehen nicht unendlich viele hier rum, die kann man schon mal mitnehmen. Gibt immer schön Geld. So, mitten in der Nacht in sein Haus eindringen, da freut er sich bestimmt. Und wie ich schon gesagt habe, das ist nicht wie in anderen MMOs, also man kann hier die Leute beklauen, wie man will. Das stört ihn nicht. Also nicht mal, weil er jetzt pennt. Hier haben wir einen Bernstein, ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Manche Frauen wollen natürlich Edelsteine haben. Schwarzpulver für Bomben. Jetzt nach unten in deinem Haus. Oh ja, ganz viel Bier. Rivianischer Krieg. In Rivien gebrautes Kirschbier. Klingt lecker. Visima Gold und redanisches Lagerbier. Und fünfmal Rotwein. Toussaint Rot. Noch zweimal Rotwein. Aber ich glaube, die werden wir hier alle gar nicht mehr brauchen. Verstehen. Idlinnes Prophezeiungbuch. Die berühmte Weissagung der Elfenprophetin, die das Ende der Welt voraussagt. Ja, das hat ja Alvin auch schon gesagt gehabt. Die Prophezeiung von Idlin Egli Eb Evenien in Idlinisbeth. Ja. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter des Wellenfähigen Sturms. Das ist natürlich auch so eine Anspielung an die ganzen Witcher-Bücher. Aber das, da will ich nicht zu viel verraten, weil das spielt auch noch ein bisschen eine Rolle in dem Spiel hier. Deswegen sage ich dazu erstmal nichts. Was hat er denn? Der liegt sehr merkwürdig auf dem Bauch, aber er wälzt sich immer so ein bisschen rum, aber ich rede mal mit ihm. Hinfort, Teufelsbrut. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Ja, mitten in der Nacht, das ist ein bisschen scary. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch, das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben, auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut. Interessanten Bart hat er. Das kostet euch 100 Ohrens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Das werden wir wohl hinkriegen. So, man könnte jetzt tatsächlich sogar umsonst bei ihm schlafen. Also seht ihr, sich ein Zimmer im Gasthaus mieten ist total sinnlos. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Achtet mal auf seinen Mund, das sieht sehr merkwürdig aus. Er war genauso angenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers.
Okay, Siegelringe zieht das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegelspieldialog zu aktivieren. Linksklickt während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlich gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vor den Kopf stoßen. Jetzt ist aber interessant. Ja, Berengars Geheimnis, er hat von Berengar geredet, das wollte ich noch sagen. Den kennen wir ja von Wesemir. Siegelring des ewigen Feuers, ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. Noch braucht man aber. Eigentlich war ich der Meinung, ich hätte ihm erstmal helfen sollen mit den Schreien, damit er mir überhaupt den Ring gibt. So gibt er mir jetzt umsonst, auch nicht schlecht. Sprecht, schnell. Seine Stimme ist das Dr. Keso? Weiß ich gerade gar nicht. Verzeiht. Was war das noch gleich mit dem Feuer und den Kapellen? Zündet nachts in jeder der 5 Kapellen des ewigen Feuers in unserem Dorf eine Kerze. Also Dr. Keso ist es lebt nicht. Wohl. Okay, ich konnte ihn nur einfach so nochmal nerven. Sprecht, schnell. So. Ich hörte, die Kirche des ewigen Feuers bezahlt Kopfgeld für Ertrunkene. Wenn ihr beweisen könnt, dass ihr einen getötet habt. Ich komme mit einem Beweis zurück. Ja, habe ich jetzt leider gerade nicht. Oh Gott, nach jedem... Ich glaube, das liegt daran, weil er schlafen will, sonst würde er nicht nach jedem Satz aufhören, schnell. Mit mir zu reden. Seid ihr der Kaplan des ewigen Feuers? Ja, Heide. Nur das ewige Feuer kann uns vor dem Weißen Das ist wieder diese Prophezeiung von Idlin. Tatsächlich. So steht es in der Prophezeiung von Idlinne, der Elfenhexe. Ach, wirklich? Die alte Welt wird untergehen und neu geboren werden aus einem Samenkorn, das nicht keimt, sondern in Flammen aufgeht. Ihr scheint euch zu widersprechen. Ihr macht euch über mich lustig, Hexer. Sagt mir, wer gab euch das Recht, euch in der Menschenangelegenheiten einzumischen? Ihr, ein emotionsloser Mutant, antwortet, wer? Weil der echt ein Psycho ist und so wie so ein Sektenvertreter, nehme ich mal die 1. Das ewige Feuer. Ohne Zweifel. Kehrt in euer finsteres Leben zurück, Heide. Ja, der ist echt ein Psycho. Noch etwas. Sprecht, schnell. Seid ihr der Kaplan des ewigen... Da kann ich jetzt wahrscheinlich nochmal das andere drücken. Tatsächlich. So, ach, ihr... Ich entschuldige mich. Jetzt entschuldige ich mich. Wer immer Gotteslästerei betreibt, der verdient keine Gnade. Seht ihr, der ist ein Assi. Sag mir jetzt adieu. Adieu. Einfach nur, damit ich das nicht nochmal durchklicken muss. Sprecht, schnell. Okay, hat noch mal was zu sagen? Ja, so, ach, ihr, ich, wer, noch etwas, sprechen. Okay, man muss bei beiden alles durchdrücken. Adieu. Gut. So, jetzt müssen wir diese Dinger da erleuchten, nennt man das so. Anzünden halt. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt Nacht gerade? Kann der das Ding da oben rechts, also hier. Ach, da steht eine Zeit, okay. 20.30 Uhr ist es abends. Okay, das ist gut. Und es ist noch sicher. So schnell ist das aber auch vorbei. Ich hätte gerne die Überreste. Schön. Oh, der hat Ektoplasma und Todesstaub. Den Bargeldschädel brauche ich hier noch für die Hexe Abigail. Die will die ja für ihre Quest haben. So, da haben wir jetzt 5 Kerzen, ewiges Feuer, eine kleine Kerze, mit der man das Feuer in einer Kapelle des ewigen Feuers anzünden kann. Die sehen aus wie diese Teelichter von Ikea. Ich habe dem Ikea. Geistlichen versprochen, dies in der Nacht anzuzünden. Boah, es ist doch fast Nacht, Junge. Naja, gut. Es gibt aber eh noch genug zu tun. Ah, ich wollte eh noch mal was gucken, seht ihr? Geh mal hier kurz in mein Tagebuch, hier sind natürlich meine ganzen Quests. Die Ertrunkenen, 3 Ertrunkenen gehören, da gehe ich jetzt mal ungeheuer. Ertrunkene. Ertrunkenen Gehirngewebe, Ginazäure, Leichengift. Also gut, die Ertrunkenen kann ich schon mal ausnehmen, wenn ich welche begegne. Und da ich weiß, wo welche sind, und da ich weiß, dass hier noch eine andere Quest hängt. Ich habe hier gerade was Rotes gesehen. Da sind die Ertrunkenen. Gut. Ihr seht, das ist hin. Man kann hier leider nicht so open-world-mäßig runter, sondern es gibt immer recht vorgeschriebene Wege, was ich recht relativ schade finde. Aber egal. Hier sieht die Ertrunkenen sehen noch eher aus wie Aliens. Der eine, der wird ja immer mehr zum Wasser zurückgetrieben, das kommt bei den anderen an. Warum geht denn das nicht? Hallo?
Okay, die waren wahrscheinlich zu schnell für den Gruppenkampfstil. Aber hatte mir, wer war denn das nochmal? Lambert hatte mir doch gesagt, ich soll mich erstmal auf Ertrunkene festlegen. So, Gehirngewebe eines Ertrunkenen und Ginazole. Ich hoffe, es war richtig. Das müsste eigentlich richtig sein. Ich guck lieber nochmal in die Quest. Wo habe ich denn so viel Geld her, frage ich mich gerade. Der Ertrunkenen-Vertrag. Ertrunkenen-Gehirne. Hm. Okay, es wird nicht geupdatet, aber ist ja nicht schlimm. So. Wir sind Reisende. Okay. Das ist genau das, was ich gesucht hatte. Aber erstmal. Okay. Ich muss leider. Menschen, die sich mit einem Zwerg anlegen. Aber ich hab noch. Hab ich schon? Nee. Deswegen räume ich mal hier erstmal alles aus. Ich greife ihn an. Und ich helfe ihm natürlich. Man merkt schon, also zur Erklärung, das sind Rassisten. Ganz einfach, weil es sind ja Menschen und die haben was gegen Zwerge. Das ist natürlich die Dicken zuerst. Die sind genauso aus wie der Gastwirt. Die wurden ein bisschen recycelt, aber wie gesagt, das Spiel ist alt. Und da war CD Projekt Red noch nicht so ganz groß. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt, seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Die kennen sich natürlich. Vor dem Ende der Bücher. Ich bin euer Freund, Sultan Chivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Chivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. So, erstmal frage ich ihn, weil er besorgt aussieht. Ihr seht besorgt aus. Ja. Eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schuld an allem Möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Jo. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vesima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Mahakam ist wirklich so eine Zwergen... so eine große Zwergenhandelsstadt. Also da gibt's vor allem starke Waffen. Ja. Die Breckenrex? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenrix heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und das meine Umtriebe. Ne? Ich möchte... So, fragen wir nach Mahakam. Vielleicht erklärt er das nochmal. Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch,
Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Im Prinzip eigentlich nur Terroristen. Also natürlich kämpfen die für eine gute Sache, und zwar für die Gleichstellung der Anderlinge. Der hat gesehen, die Rassisten sind auf den Zwerg losgegangen. Das hätte auch anders für ihn enden können, wenn ich ihm nicht geholfen hätte. Und Krieg gegen Nilfgaard, also die südlichen Staaten, natürlich gefährlich. Und wenn da waren die halt auf der Gegnerseite. Deswegen waren die Anderlinge wahrscheinlich als Söldner eher gemocht als hier im Norden, wo sie ja für Unheil gesorgt haben. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später.